Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja schon im Einkaufswarenvideo versprochen, zu jeder Firma ein separates Video nochmal zu machen. Und ich würde jetzt gern mit der Firma Moira anfangen. Ihr könnt euch noch im Vorstellungsvideo erinnern, im Einkaufswarenvideo. Ich habe ja diese tolle Sliders dort bestellt, diese tolle Stampingplatten, diese drei Lacke. Und diese Glitzerfolien. Und das würde ich euch jetzt gern in diesem Video alles ganz genau zeigen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Stampingplatten. Und zwar habe ich da ja drei Stück bestellt. Einmal die Nummer 15 Lace Love, einmal die Nummer 6 Florati und einmal die Nummer 3 Ornaments. So, dann fangen wir an mit der Ornamentsplatte, die Nummer 03. Ich würde euch gerade gern einfach ein paar Motive willkürlich raussuchen und stempeln. Ich habe ja auch diesen tolle Clear-Stempler dazu gekauft. Und ich habe jetzt mal einen weißer Tipp vorbereitet und würde euch da gern mitnehme. So, dann nehme ich mal den schwarzen Stampinglack. Das ist die 06. Perfekt drauf. Natürlich nur da, wo ich auch Farbe drauf habe. Also man sieht, dass ich hier jetzt zum Beispiel gar keine Farbe drauf habe. Ich werde gucken, dass ich es beim nächsten Stamping ein bisschen genauer auftrage. Wichtig ist natürlich, die Clear Stempler nicht mit Cleaner reinigen, sondern immer entweder mit einer Fusselrolle oder mit einer Rückseite von einer Verlängerungsschablone. Einwandfrei drauf. Ich bin begeistert. Wer mein Stamping-Video kennt, weiß ja, dass ich mit Clear-Stempler eigentlich gar nicht zurechtkomme. Das war auch der Grund, warum ich mir jetzt einen Maike Clear-Stempler gekauft habe. Ihr seht, optimal übertrage. So, dann möchte ich noch ein mega, mega feines Motiv ausprobieren. Der Todekopf, der hat so feine, schöne Schnörkel drin, den will ich jetzt auch probieren, aber auch hier perfekt. Ganz locker abrolle. Geht perfekt. Super. Ganz toll. So, jetzt wollte ich noch weiß probieren. Die Nummer 07. Ganz locker drüber rolle, perfekt aufgenommen. Super klare Sicht beim Durchschauen, richtig klasse. Durch das, dass es weiß ist, sieht man es natürlich jetzt nicht, aber doch, man kann es gut erkennen. Mega, mega feine Linie, schaut euch das mal an. Alles drauf. Dasselbe nochmal in Schwarz. Das ist richtig ein richtig schönes Motiv, gefällt mir richtig gut. Also allgemein, mir gefallen eigentlich alle, wo auf der Schablonen sind, also finde ich alle richtig klasse. Einfach drüber rolle. Perfekt. Schaut mal, wie fein. Wie fein.
Also kann ich nichts mehr dazu sagen. Richtig Hammer. So, das ist jetzt die 03 der Folie Stamping Lack. Da gibt es in Schwarz, Weiß und Silber. Leider alles ausverkauft, deshalb habe ich Silber bestellt. Aber wenn Folie drauf kommt, ist ja eh eigentlich upsiköpselt. Probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das so funktioniert. Hammer. Man darf natürlich nicht mit dem Finger, ich bin jetzt mit dem Finger, seht ihr das, aufs Stempelmotiv gekommen und habe natürlich den Lack jetzt auf dem Handschuh. Aber man sieht es drumherum, ich mache es aber gleich nochmal neu. Drumherum ist alles gestempelt, ich wische es gerade ab und mache es nochmal neu. So, dann also nochmal. Hoffentlich ohne Handschuhzusatz. Ihr müsst euch nur beeilen, dass der Lack nicht eintrocknet. Klar, sonst bleibt natürlich die Folie auch nicht hängen. Aber ansonsten müsst ihr eigentlich nicht viel beachten. Hammer, oder? Also ich kann dazu nichts sagen. Seht ihr selber. Überall auf dem Motiv ist jetzt die Glitzerfolie und so könnt ihr das Stamping natürlich nochmal super verändern. So, jetzt probiere ich noch das mega, mega dünne Motiv aus. Das interessiert mich jetzt auch mega, ob das da auch so richtig hängen bleibt, die Folie. Also im Stempel bleibt es hängen. Nur nicht zu lang warten. Also ihr könnt entweder klein immer andrücken oder wie ich es gerade eben gemacht habe, also beim vorhergehenden Tipp, einmal komplett so drüber andrücke alles und dann abziehen, also wie ihr wollt, was euch besser geht, aber ich bin hin und weg. Sogar die kleine, mega feine Linie glitzern jetzt hat pink. Oder Gold oder Silber, je nachdem, welche Folie ihr nehmt. Einfach nur Hammer, dieser Stamping-Lack mit Folie. Also tolle, tolle, tolle Geschichte. So, dann machen wir noch ein paar Motive von der Nummer 015. Seht ihr mal die Motive alle zusammen, also auch richtig tolle Motive drauf. Nehmen wir einmal einfach willkürlich mal was. Alles drauf. Dann machen wir noch eins mit Weiß. Schaut mal, wie gut ihr da durchsieht. Also richtig toller Stempler. So, dann haben wir natürlich hier, seht ihr, alles komplett weg, wo ich jetzt den Tipp angedrückt habe. Und wo haben wir es? Hier auf dem Tipp natürlich. In Weiß, bisschen schwer zu erkennen, aber man sieht's. So, dann machen wir noch ein Folie-Stamping mit dieser tollen Folie. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob es dann auch so rüberkommt mit dem Regenbogen-Alt-Rosé-Effekt. Das ist die Nummer 138. Braucht ihr wieder euer Folien-Stampin-Lack.
Bin ich mal gespannt. Na? Mach es gerade nochmal, ob ich da irgendwie zu wenig gedrückt habe, weil wenn ich jetzt nachgehe, dann sieht man, dann ist es auch richtig super drauf. Also man sieht hier an der Folie richtig super transportiert. Toll. So, und zuletzt noch die florale Platte, die 06. Da finde ich ja auch richtig tolle Motive drauf. So, feine Linie, optimal gestempelt. Also, wenn ihr ein guter Stempler sucht und tolle Platte, also bestellt bei Moira. Ich bin echt mega begeistert. So, und jetzt will ich zu guter Letzt noch aus dem silberner Folie Stamping Lack ein goldener machen. Sprich, ich nehme die Folie Nummer 134. Schaut mal, wie toll ihr durch den Clear Stempler durchschauen könnt. Also richtig klasse. Wieder euer silberner Stamping Lack natürlich optimal transportiert. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel geschwätzt. Es ist schon trocken. Also das Ganze nochmal. Aber jetzt kann ich euch wenigstens den silberne Stamping Lack zeigen. Auch ohne Folie wäre der ideal als silberner Stamping Lack. Also ich würde jetzt nicht viel dazu sage, sondern einfach schnell mache, dass es mir nicht wieder eintrocknet. Zack, habt ihr aus Silbergold gemacht. Also was soll ich sagen, richtig, richtig klasse. Jetzt würde ich sagen, genug gestempelt. Das habt ihr jetzt gesehen, funktioniert einwandfrei. Toller, toller Clear-Stempler, tolle Platte, tolle Lacke, tolle Folielack, richtig geil. Jetzt möchte ich euch gern die Verarbeitung von diesen tollen Sliders zeigen. Ich habe euch ja schon letztes Mal ein bisschen genauer gezeigt. Ich zeige es euch nochmal. Die Nummer 16 ist das geile Geschoss. Richtig Hammerfarbe, Hammerbrillanz. Die 02 mit Text und filigrane Frühlingsblume. Auch richtig geil. Pink mit Türkis, Nummer 21. Finde ich auch richtig klasse, so filigrane Blume, ist total meins, in dem Pastell, finde ich klasse, Nummer 17. Dann diese ohne Worte Sticker, also da fehlen mir wirklich die Worte, Nummer 20. Ja, richtig klasse, mit Grau und Rosa und richtig tolle Motive. Da mache ich euch gleich die Anleitung dazu.
Sowas, Nummer 15, habe ich auch noch nie gesehen. Mit so Steine, also Kette, mega toll, mega toll. Mein Liebling. Und das. Dann freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise bleibt noch dran. Ich hänge euch noch die Anleitung, wo ich schon vorgefilmt habe, hinter dran. Probiert es aus, testet euch durch. Es sind Hammersticker, Hammer-Stamping-Sache. Und dann verabschiede ich mich schon mal, bleibt aber bitte dran. Das Anleitungsvideo folgt. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Feedback freuen. Und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Video, eure Manu. Ich zeige euch jetzt gerade noch die Verarbeitung von diesem wunderschönen Sliders. Und zwar nehmt ihr als erstes ein Basecoat von einem Soak-Off-System eurer Wahl und grundiert den ganzen Nagel mit dem Base von einem Soak-Off. Danach aushärten. Dann ist hier so eine hauchdünne Folie drauf, die muss vorher entfernt werden. Und dann taucht ihr dieser Slider für 10 Sekunden in gut heißes Wasser. Etwas abtupfen und dann auf die Inhibitionsschicht von dem Base einlegen und zurechtschieben. Ihr könnt diese Webs Sliders auch noch ein bisschen ziehen, dass es sich gut anpasst an den Seiten, solange er warm ist. Also das geht auch nur, wenn ihr es in warmem Wasser einlegt, deshalb gut warmem Wasser. Also ich nehme es direkt aus der Kaffeemaschine, also schon fast heiß. Und dann platziere. Das ist jetzt einer mit so einer Lücke. Also das sieht man hier auch. Deshalb ist hier diese Lücke, die kann man lassen oder man kann sie mit Glitzer nachher ausfüllen. Oder man hätte nur eine halbe nehmen können. Also, aber ich finde es so auch recht schick. Dann nehmen wir einen Ultra Bond Primer. Und könnt hier, wo Falten entstehen, ganz kleines bisschen drauf tupfen. Dann schmiegt sich der Slider super an und die Falten verschwinden. Ebenso, wenn ihr hier überstehende Ränder habt, könnt ihr das auch mit einem Ultrabond oder mit Aceton, geht beides säubern. Genauso vorne. Seht ihr, wie sich das schön anschmiegt? Dann gerade noch mal kurz aushärten. So, wenn es dann ein bisschen angehärtet ist, gehe ich nochmal mit dem Ultrabond oder mit Aceton vorne drüber und dann kann ich mit einer Metallwerkzeug, ich habe jetzt Schere, man kann eine Pinzette nehmen, man kann ein Spotty nehmen, wie man möchte, kann man dann einfach die Überschüsse, seht ihr das, so wegkratzen. Also das löst sich dann durch die Säure praktisch auf und so schmiegt sich das ohne Falte sozusagen schön
am Nagel an. Auf der Haut natürlich so weit wie es geht wegmache. Und dann seht ihr das, wie schön sich das anschmiegt. Dann nehmt ihr nochmal zum Versiegeln ein Base, also das Base von vorhin praktisch, weil so ein Wassertattoo, Slider, Wraps, wie sie alle heißen, braucht eine flexible Versiegelung, dass es nicht abplatzt, damit der Kunde auch 4 Wochen bis zum nächsten Refill diensten Slider auf den Nägel hat. Wenn ihr da ein festes Aufbaugel oder ein festes Versiegelungsgel nimmt zum Versiegeln, dann wird es abplatzen und wird nicht heben. Dann in die Lampe. So, die Base ist jetzt ausgehärtet und dann geht ihr mit dem Soak-Off Topcoat drüber und versiegelt es als Glanzschicht. Deshalb Soak-Off auch beim Glanzgel am Schluss wegen der Flexibilität. Der Slider Wrap braucht eine gewisse Flexibilität, das erhebt. Gut ummandeln vorne. Und wenn ihr das eben mit Soak-Off macht, dann müsst ihr hier hinten kein Glitzergel oder Farbgel mehr hinmachen. Er wird euch wirklich 4 Wochen halten. So, das war jetzt das fertige versiegelte Endergebnis. Ich finde es einfach traumhaft schön und die Sliders, ich finde es Wahnsinn, ich kann es gar nicht in Worte fassen, die gefallen mir so gut. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus, wenn ihr Lust habt. Also richtig tolle Nailart und ihr müsst nicht hier hinten Glitzer oder Farbgel hinmachen. Mit dem Soak-Off geht es einwandfrei, hebt euch 4, 5, 6 Wochen. Das waren dann die Sticker. Gibt es in sehr viel verschiedene. Und die Firma heißt moiragermany.de. Hi, ich bin Manuela Keller und ich freue mich tierisch, deine Leistung im Nageldesign zu verbessern. Ich biete dir meine Online-Schulung an, zum Beispiel mit dem Thema Basic. Da lernst du alles, was man wissen muss, vom Naturnagel angefangen bis zur Schablone ansetzen, Verlängerung, French in einer angemessenen Studioalltagszeit, ein richtig scharfes Smile in der schnellen Zeit zu erstellen, die 7 berühmten Feilschritte, damit dein Nagel in Zukunft viel, viel schöner wird. Ich freue mich, zusammen mit dir deine Leistung im Nageldesign sichtbar zu verbessern.